Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Wir sind mit Bill unterwegs in Bills Stadt. Ey Mann, der Mann ist so drauf, dass er eine ganze eigene Stadt hat. Heftig, oder? Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Der Friedhof. Der Friedhof. Der Friedhof. Oh Mann, du sagst es. Na? Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nicht. Ist das hier anders aufgebaut? Bill. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das ist traurig. Kein Thema. Hey, habt ihr es gehört? Seid ruhig. Aber indeed, das habe ich gehört. Auch wenn ich zugegebenermaßen das Rascheln aus der Küche lauter höre. Sag mal, habe ich irgendwas? Ein Messer versus Schlagzeug versus... Ja, lieber ein Messer. Ich bin da ein bisschen pragmatisch. Ich versuche mal was. Die sind nicht nah genug beieinander. Das ist Kacke. Ich habe meine Flasche verbraucht, Dude. Warum kommst du zu mir? Gute Frau. Gute Pilzfrau. Halten Sie die Klappe. Ich brauche was Neues zum Werfen. Da vorne ist eine Flasche für mich. Warum nicht? Let's try it again. Und Bill, ich hoffe, deine KI ist mittlerweile etwas besser geraten. Mach doch mal die Taschen ab. Wow. Yo, Lady. Einmal dahin. Das sollte funktionieren. Das hat nicht funktioniert, weil... War zu laut. Ich dachte gerade, wieso klingt das so? Ich wollte auch eigentlich die Schrot ausgerüstet haben, aber die sehen irgendwie gefühlt beide gleich aus. Ich glaube, die da unten haben jetzt einen richtigen Zwacken gekriegt, ne? Naja. Aber ich kann jetzt mal einen neuen Molotow machen. Ist gut, ist gut, ist gut da unten. Beruhigt euch. Hast du einen Klicker? Ups. Nee. Jetzt bist du weg. Nee, du guckst mich doch an. Oder? Warte mal, warte mal, warte mal, ich habe eine Idee. Oh, andererseits. Rennt bitte auch noch schön drin rein. Oh, ein dritter ist auch noch weg. Sie brennen alle. Sehr schön. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Nein. Das lief erstaunlich okayisch.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie eigentlich von mir wollen, dass ich die Schrotflinte benutze. Wo muss ich denn hin? Ja, nun. Geht mal zusammen in diese Ecke. Bill! Alter, hast du mir... Ich will doch nur den Stein. Moment. Ich habe einen Schlüssel. Wir sollten sehr leise sein. Wenn du hier noch nie warst, warum hast du dafür einen Schlüssel? Ganz ruhig. Da links. Bill kann also auch was. Na, wie nett. Boah, die dämlichen... Scheißer von nebenan sind so laut, dass ich gar nicht genau weiß. Bewegt er sich? Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Natürlich hat er nicht übertrieben. Okay. Jetzt wollen wir mal schauen. Einer da. Wo denn noch jemand da? Heyo, bist du einsam und... Nein, da oben. Was mache ich jetzt am besten? Der da oben ist in dem Sinn... Ich wollte gerade sagen, wenn er mich jetzt sieht, dann finde ich das eine Frechheit. Oder ich benutze mal. Huch, da ist ja noch einer. Weiß der, wo ich bin? Oder ist der jetzt einfach nur völlig aufgescheucht? Auch voll drüber geschossen. Zwerge! Ich fand, das waren gute. Ich höre nebenan noch mehr. Na, wenigstens kann man sich hier drin umsehen. Oh, da steht ein Katzenhäuschen. Wie mies. Eine Flasche. Sehr gut. Ich bin nur für eine Flasche hier. Wer kennt's nicht? Ne, jetzt im Ernst, hier ist gar nichts drin. Oh, und Näpfe. Oder der hat einen Mini-Hund. Man weiß es noch nicht genau. Man munkelt noch. Er veräppelt mich doch. Er hat echt gar nichts hier. Eine Schere. Klebeband. Habe ich das richtig gesehen mit dem Klebeband? Oder war es einfach kein Klebeband? Das kann natürlich sein. Ein halbes Klebeband habe ich. Naja. Ein Grill. Na, na. Wo sind die eigentlich gegenüber? Wer hat mich denn jetzt gesehen? Oh! Da ist ja ein Dude. Kommt der jetzt hier hin? Warte mal.
Bitte nicht umdrehen. Bitte nicht umdrehen. Bitte nicht umdrehen. Es ist alles gut. Es werden nur unbeteiligte Infizierte getötet. Wer sieht mich? Wer sieht mich? Wer sieht mich? Wer sieht mich? Da oben ist ein Klicker. Irgendjemand hat mich aber auch gesehen. Ich hab's doch genau gehört. I really don't know. Ich weiß nur, dass ich nach da oben muss. Also nein, ich muss nicht, aber ich möchte. Warum eigentlich? Hier oben ist gar nichts, fällt mir gerade auf. Das ist jetzt schlecht, ne? Du hast keinen Kopf mehr! Oder bist du wie ein Huhn? Ich glaube, die wollten, dass ich die Schrot benutze. Naja. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten. Bill, sei ein bisschen freundlicher zu Ellie, ja? Echt, so geht das hier nicht. Nein, 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 nein. Danke. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Du, das ist dein Weg. Ja, was denn? Ellie ist nur mal klein genug. Sag mal, warum willst du alles nur einzeln einsammeln, Joel? Sind deine Finger einfach taub oder wie? So, komm jetzt ab durch die Katzenklappe mit dir. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Ich sehe doch immer. Echt nicht schlecht. Okay, Bill. Bill hat recht. Bringen Sie noch mehr von diesen Klickerdingern. Aber an denen müssten wir einfach vorbeikommen, wenn ich mich das recht entsinne. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Mhm. Ganz langsam, ganz ruhig. Die sehen so ein bisschen ruhend aus. Was macht man eigentlich in so einer Situation, wenn man pupen muss? Klicker! Ist okay, solange der so gechillt ist, ist alles gut. Ich muss da hoch. Dude, ich muss da hoch. Das ist schlecht. Ich habe so wenig Klebeband. Wie dreist ist es? Kann ich da überhaupt hoch? Ich kann da gar nicht hoch. Bitte keinen Schreck hier kriegen. Sie verunsichern mich damit. Diese Geräusche. Eigentlich war das schon Geräusch genug. Aber gut, was soll's. Oder deren Fledermausgehör funktioniert nicht so gut, wie sie tun. Aber ich finde Umgehen jetzt so nicht, gar nicht so eine schlechte Möglichkeit. Na? Ich muss da leider an dir vorbei. Klebeband. Eine ganze Hälfte Klebeband. Und noch ein Stück. Okay, ganz langsam wieder zurück. Hm.
Alles gut, alles gut. Psst, psst, psst. Alles gut. Psst, psst. Alles gut, beruhig dich. Ich bin schon wieder weg. Du darfst da ganz alleine stehen. Alleine stehen und über dein Leben fachsimpeln. Warum du ein Pilz geworden bist, kannst du alles machen, ganz in Ruhe. Ich störe dich nicht, versprochen. Ich bin schon wieder weg. Tschüss. Das gleicht die anderen 6 oder 7, die ich getötet habe, aus. Zack. Zack. Ein Pool. Kriege ich ja eigentlich auch eine Trophäe à la Marco Solo. Ist zu wenig Wasser drin. Na gut. Oh, ein Ball! Kann ich ihn bewegen? Das ist ein richtiger heftig... Nein, doch, ein bisschen. Ein bisschen. Ha! Ellie, komm, lass uns Spaß haben. Schade. Ich hätte es gemacht. Okay. Noch mehr Tuch. Sehr gut. Wie sieht es hier eigentlich an der Tuchfront aus? Ja, leider Messer. Aber das nächste Mal, wenn ich Klebeband habe und kein Messer habe und alle Messer noch haben sollte, dann ist meine Waffe dran. Ey, yo, Mann, Bill. Die hatten damals schon echt heftige Flats. Oh, ein Hundekörbchen. Ihr macht mich aber auch fertig hier. Klischee von jeder Stadtbewohner, jeder, der ansatzweise auf dem Land wohnt, muss einen Hund haben, oder was? Ja, ich habe auch einen Hund. Na und? Ich wohne aber nicht in der am Land. Okay, wir sind sicher. Im Moment. Verdammte Dinger. Keiner wurde gebissen, ja? Wie denn? Nein. Alles klar. Alles okay. Gehen wir weiter. Ist die Frage, wann? Jetzt? Nein. Vorher? Ja. Ah, so, was haben wir denn hier? Ah, schön. Sprengstoff. Ich bräuchte Klebeband. Klebeband wird, habe ich das Gefühl, so ein Dauerthema. Ach, das ist dieses. Oh, guckt es euch an mit Körbchen und Knochen. Soll das ein Knochen sein? Das ist ein eigenartiger Knochen. Die traurige Hundenachricht. 4. Oktober. Jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, keine Hausaufgaben. Also mir passt das gut. Also, was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? 5. Oktober. Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. 6. Oktober. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagte, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst haben. Sie haben beide Angst. 7. Oktober. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, er geflüstert. So etwas passiert derzeit öfter. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen. In ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. 16. Oktober. Da, wo wir hingen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Straßenrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen werde. Er gehöre in die freie Natur. Schon klar. 17. Oktober. Es ist soweit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Ich habe ja letztes Mal schon zum Thema Haustiere was gesagt. Hey, hast du kurz Zeit? Ja. Da, was denn? Ellie? Ja? Was denn, Ellie? Ja. Ja? Ich
wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Hm. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Das sollten wir wohl. Witzig, ich weiß, dass ich letztes Mal in der Runde in der Tat in diesem Haus auch einen Cut gemacht habe. Aber auch nur, weil ich diese ehrenhafte Rede darüber gehalten habe, dass man seinen Hund in keinem Fall einfach aussetzen soll. Und dass ich Zuckermaus niemals zurücklassen würde. Hey, John! Ja? Bin auf dem Weg. Oh, voll. Ich habe jetzt die Wahl zwischen Messer und Messer gehabt und jetzt habe ich die Messer voll. Dann. Jetzt habe ich auch keine Klinge mehr, aber dafür noch so ein... Moment, Bill. Ach komm, nimm sie doch bitte alle. Danke. So, das machen wir nächste Mal. Dann helfen wir Bill, das Tor aufzumachen. Es geht Richtung Schule. Ich fühle mich eigentlich ganz gut gerüstet. Auf zur Schule! Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Der lässt mir gerne einen Kommi. Wir sind gut durchgekommen, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich genauso gut durchkomme wie letztes Mal oder sogar besser durchkomme. Wird sich eher an anderen Stellen zeigen, glaube ich. Okay, also haut rein!